So, ahoi, liebe Piraten. Ah, hier bin ich. Ich habe hier heute die Presseschau der Piratenpartei 103, Lichtgeschwindigkeit. Bin in der Freien Universität Berlin in Dahlem und habe mich unterhalten mit den Studenten, die hier für die Universitätsreform und für die Studenten und die gesellschaftlichen Interessen eintreten. Und hier ist Student Tim, der sich netterweise mir hier Sachen gesagt hat, die man als Außenstehender ja nicht selber wissen kann. Und er macht jetzt eine kleine Führung und erzählt uns dabei etwas zu der Universitätsstreikgeschichte und den Stand von heute und die Erwartungen für morgen und dass bis Weihnachten hier noch was Vernünftiges passieren soll. So, Tim, wir gehen jetzt mal in Richtung des zentralen Raumes hier und erzähl mal bitte. So. Wenn man hier rechts schaut, da ist das Zelt. Damit hat alles angefangen, als Wien besetzt wurde. Ja. Kommen wir mal ins Bild mit rein? Genau, als Wien besetzt wurde, haben wir uns gedacht, dass so eine Soli-Aktion eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Deswegen haben wir Zelte, wir haben noch ein paar andere woanders. Haben wir da. Sag mal, Soli heißt Solidarität, ne? Soli heißt Solidarität. Zu Wien. Ja. Solidarität zu Wien haben wir aufgebaut und haben dann hier uns niedergelassen, haben ein paar Sofas aus den verschiedenen Cafés hergebracht und haben uns dann dort niedergelassen und Leute informiert. Heute ist der Infotisch da hinten, wo bei dem Zelt, was wir vorhin gesehen haben. Guck mal, wir haben hier was. Habt ihr das auch benutzt? Guck mal, das Teil da. Ja, das wird jeden Tag benutzt. Wie heißt das? Das ist ein Tischkicker. Nein, und dieses hier. Das ist ein Mikrofon. Ein Megafon, ja? Ja, das haben wir für die Demo benutzt, aber das ist ein Ding, das benutzt man bei jeder Demo. Das macht uns jetzt nicht so besonders und speziell. Sag mal, Tim, die Geschichte ist ja nicht nur universitätsintern, sondern die interessiert die ganze Gesellschaft. Ich habe heute zum Beispiel hier in der Süddeutschen Zeitung, wenn ich es mal kurz zeigen darf, einen großen Artikel über den Universitätsstreik besetzt, hier von der Universität Ludwig-Maximilian-Universität in München. Die Freie Universität Berlin ist genau auf derselben Höhe, auch in einer ähnlichen Situation. Und ihr kommuniziert auch miteinander, ne? Wir kommunizieren, wir sind vernetzt, wir haben momentan wahrscheinlich über 50 Universitäten besetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, in Deutschland, in Europa sieht das nochmal ganz anders aus. Wir haben bundesweite Vernetzungsseiten, und dementsprechend beraten wir uns dann auch über das weitere Vorgehen. Zum Beispiel am Donnerstag ist die Kultusministerkonferenz und da werden wir dann auch bundesweit vernetzt aufkreuzen und der Politik das vermitteln. Bist du auch am runden Tisch mit gewesen? Am runden Tisch war ich dabei. Ja. Der runde Tisch wurde jetzt eingerichtet vom Akademischen Senat auf unserer Initiative hin, wo sich mit unseren Forderungen auseinandergesetzt werden soll. Die Bachelor-Master-Reform soll kommen und da sollen die Studierenden endlich ein gewichtiges Wort mitreden. Wir sind jetzt hier vor einem Hörsaal. Sag mal, wie heißt der Fachbereich, wo wir hier sind? Der Fachbereich, das bin ich mir überhaupt nicht sicher. Das ist, glaube ich, die Philologie. Philologie. Und dieser Hörsaal ist ein großer Hörsaal, ne? Das ist einer der größten und wichtigsten in dieser Universität und da gibt es auch die Veranstaltungen werden hier gezeigt. Es ist wohl Psychologie. Okay, pass auf, jetzt eine kleine Sekunde, wir haben ja nicht so viel Zeit. Erzähl mir noch bitte die Fortsetzung von dem runden Tisch, was du hast, bevor wir da reingehen, weil da kein Licht ist, kann sein, dass das da nicht so richtig klappt. Also wir haben jetzt runden Tisch und wir suchen jetzt wirklich den nächsten Schritt der Reformen. Was erwarten denn die Studenten? Wir erwarten, dass die Prüfungslast gesenkt wird, dass die Anwesenheitspflichten runtergesetzt werden, dass der Bachelor an sich verlängert wird auf 3,5 oder 4 Jahre. Es gibt da verschiedene Ansichten dazu, aber wir verstehen uns ja auch als basisdemokratische Gruppe. Wir wollen, dass die studentische Mitbestimmung enorm gesteigert wird. Das Stichwort dazu wäre die Viertelparität. Das sind nur ein paar Forderungen. Wir haben beim runden Tisch, beim Protokoll, wo wir 2 Stunden eigentlich nur Forderungen besprochen haben, das sind dann am Ende von gesammelten Forderungen 3,5 DIN A4 Seiten rausgekommen, allein an Forderungen. Und es gibt sehr viel Diskussionsbedarf und dieser runde Tisch wird jetzt auch 2-mal in der Woche tagen, weil es einfach so viel Bedarf von studentischer Seite gibt. Und das sind doch Forderungen, die jetzt erstmal nicht Geld kosten, sondern geistige Aktivität, auch der Hochschule, der Professoren auch, ne? Die meisten Forderungen würden nichts kosten, indirekt
würde. Ne, klar. Pass auf, jetzt lass uns doch mal ganz kurz hier reingehen. Gehst du mal vor, ich weiß nicht, wie rum die Tür aufgeht. Mal sehen, die Kamera adaptiert das. Geh mal bitte vor. Also das ist jetzt ein Hörsaal für alle Leute, die noch nie in einer Universität waren. Das ist ja nicht jeder Mensch hat den. Jetzt gehen wir hier durch den Gang und hier läuft gerade ein Film und dieser Hörsaal ist besetzt. Tim, sag mal, bist du hier auch schon mal in einer Vorlesung gewesen in diesem Saal? Noch nie. Aha. Ich bin hier zum Besetzen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob das adaptiert. Ne, ist zu dunkel. Müssen wir wieder rausgehen. Mal sehen, ob hier was passiert. Gut, also hier ist es zu dunkel. In diesem Hörsaal sind die Studenten, teilweise haben die auch hier gekampiert, ne? Gelagert. Ja, ich schlafe hier jeden zweiten Tag. Ihr besetzt das durchgehend? Durchgehend. Okay, aber richtig harter Streit mit der Universitätsleitung und mit der Polizei ist jetzt hier im Moment nicht in Sicht, ne? Als wir besetzt haben, waren zwei Mannschaftsbusse der Polizei anwesend. Sie haben allerdings nicht eingegriffen und die Universität hat zunächst die Besetzung des Hörsaals begrüßt. Super. Tim, unsere Zeit ist weg. Ich danke dir, klasse. Ich drücke den Studenten die Daumen und dir auch persönlich Augenmaß und gute Laune. Ne? Dankeschön. Tschüss.